Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, die Nummer mit und Engelum 298. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst, mit der Zwergenfee, derm. Ja, genau, mit der Zwergenfürstfee. Ja, genau so sieht's aus. Da wir erstmal nicht in die nächste Arena können, müssen wir am heutigen Part wohl erstmal mit der nächsten Route vorlieb nehmen und da mal ein paar Pokémon fangen, um ein entsprechend hohes Level zu bekommen. Du wirfst einen Blick durch das Fernglas. Im Westen kann man Alabastia sehen. Sehr schön. Ne, bestimmte Arten von Pokémon müssen wir gefangen haben. Ich gehe noch mal schnell zurück, muss mal ganz mal nachfragen. Den Arena-Fuzzi, der da an der Tür steht und wacht, dass niemand reinkommt, muss gleich mal fragen. Um die Arena zu betreten, musst du mir beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon-Arten gefangen hast. 37 Arten habe ich bisher erst. Na, Prost, Mahlzeit. Da müssen wir wohl noch 13 Arten von Pokémon fangen. Ein Dodo zum Beispiel. Da war eins. Haben wir das schon gefangen? Ist das eine Art von Pokémon? Ich weiß nicht. Heute wird auf jeden Fall Pokémon gefangen. Ich hoffe, wir haben genug Pokébälle mit. Dass das reicht, damit wir uns ein paar neue Arten fangen. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob das jetzt eine neue Art ist oder nicht. Aquaknarre, ja, das können wir gebrauchen. Stockwurz ist nicht, nicht schlecht. Und neue Level kriegen wir auch noch dazu. Das Team wird stärker. So muss das doch sein. Das ist bestimmt eine neue Art. Jetzt müssten wir 38 haben, oder? Und da irre ich mich da. So. Sag mal an. Ja, Batterieleistung lässt nach. Ich hoffe, es reicht für diesen Part. So, mein Herr. So. 38. Sehr gut. Okay, dann weißt du, was gemeint ist. Müssen wir wohl noch ein paar wilde Pokémon fangen. Für ein paar neue Pokémon-Dex-Einträge und ein paar, ja, ein paar neue Levels und ja, die Möglichkeit, holla, die Möglichkeit in die in die nächste Arena reinzukommen. So, wilde Pokémon, das sind hier nur Trainer. So, wilde Pokémon suchen wir hier. Versuche jetzt hier erstmal die Trainer zu umgehen. Muss vielleicht erstmal vom Durant runtersteigen. Ja, wäre vielleicht besser. Diktri aus dem Pokéball holen. So. Ah, Diktri läuft jetzt hinter mir her. So, wo sind denn die wilden Pokémon? Hier ist ein Dodri. Die Weiterentwicklung von Dodri. Das ist doch nice, sogar riesig. Das zählt doch bestimmt als neue Art. Es gibt auch einen Eintrag und dann. Oh, es hüpft aber sehr schnell weg. 8 Hyperbälle habe ich noch. Na komm. Treffer, einfach fabelhaft. Nein, nice, so muss das sein. Na komm, Dodri, rein mit dir. Ach, verdammt. Bloß nicht nur fliehen. Ich brauche dich. Nicht abhauen. Nice. Das müsste eine neue Art sein. Dodri wurde gefangen. Nummer 39. Glurak Level 20, das ist gut. Kratzfurie. Jo. Bitteschön. Gegen Heuler. Ja.
So. Heuler vergessen und Kratz früher erlernt. Sehr gut. Ein Pokédex-Eintrag. Das ist Nummer 39. Ach so, das ist nur mein Diktri. 5 silberne Sanabären. Okay, hier irgendwo Nummer 40. Dann wären es ja nur noch 10. Oh, ein Ponita, das haben wir bestimmt noch nicht gefangen. Dann bestimmt noch kein Ponita. Sonderbonmann, das ist nice. Ein wildes Ponita. Nummer 40. Jo. 5 Bälle haben wir noch. 4. 1, 2, 3 und bleib drin. Ach, verdammt. Ich muss noch ein paar Bälle an mich verschwenden. Zack. Das. Na komm. Einfach fabelhaft. Ja, das muss ja klappen. Das muss klappen. Ich bin heute auch kaum rumstottern. Besonders blöd heute. Ponita gefangen. Bitte. Neuer Eintrag ohne X. Es ist, ja, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Stottere ich mir heute hier auch irgendwie den Text zusammen. Nice, Nummer 40. Heute wird hier gezählt. So, da waren es nur noch 10. Oh nö. 10 neue Pokémon, wie sollen wir das denn hier schaffen? Dafür habe ich viel zu lange auf Pokémon-Kämpfe verzichtet. Auf Pokémon-Fänge, nicht Kämpfe. Kämpfe gibt es ja hier in Pokémon. Let's go, Evoli, eher selten. So, neues Pokémon, Enton. Habe ich das schon gefangen? Habe ich schon ein Enton? Wahrscheinlich schon, aber versuchen kann man es ja mal. 1, 2, 3. Nice, Enton. Es ging bestimmt nur so leicht, weil wir schon ein Enton haben. So, neue Level für Diktri, das ist nur nice. Verdammt, leider nicht 41. Galoppa, Nummer 41. Das müssen wir fast ins Team mitnehmen. Und Galoppa, das ist ja sowas von nice. Na komm, daneben. Verdammt, Pokebälle. Achso, habe ich noch genug. Nicht dahin, dorthin. Nach links. Na, komm. Knapp daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. Na, komm. Ja, genau hier. Zack. Mann, ich kann nicht zielen. Meine Puckwelle sind gleich alle. Ich will das Galoppa. So. Drin bleiben. Ach, verdammt. Renn mit dir. So, na komm, dranbleiben, bitte. Ach. 3 Pokémon habe ich noch und danach ist es wahrscheinlich vorbei. Gut, naja, das war nur gut. Komm. Ja, nice. Nummer 41 wurde gefangen. So muss das. Neue Level fürs Team. Rasierblatt, na unbedingt. Und neue Attacken. Alles klar, wie wär's denn mit Schlafpuder? Okay, das war eigentlich ganz gut, die Attacke, aber Offensivattacken sind dann doch mir lieber im Team. So, Schlockreich, Level 22, Glurak, Level 22. Nice. Ein Tag im Pokédex. So kriegt man den Pokédex auch voll. Wenn man hier gegen wilde Pokémon kämpfen muss. So, hier ein Dodo, das hatten wir schon. Na, was hast du gesehen, Diktri? Na, was gibt's? Diktri hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Eine silberne Nanabeere. Ja, fein. Nein, das ist nur ein Taubsi. Weg mit dir. Dodo haben wir auch schon gefangen. 3 Superbälle. Ja, das können wir gebrauchen. Bälle sind hier immer gut. Nein, weg da. Weg mit dir.
Na komm, Ball. Super Lockparfüm. Ja, das ist auch nicht schlecht. Können wir gleich mal einsetzen. So. Wo haben wir das Lockparfüm? Super Lockparfüm. Es lockt wohl super viele an. Ja, das brauchen wir hier gerade sehr unbedingt. Das ist ein Blitzer, das gehört aber dem Trainer. Das können wir es nicht wegfangen. Item. Super Tank. Jo. Das Super Lock Parfüm, das bringt es wohl nicht so. Na, die können wir nicht, den Blitzer. Ach schade, das Blitzer können wir nicht fangen. Wer hätte es erwartet? So, Ponita. Nein, ein Galoppa ist das. Brauchen wir nicht. Flucht. Haben wir schon eins von. Wir brauchen neue Arten von Pokémon. Haben wir die schon? Bestimmt haben wir ein Radikal gefangen. Da bin ich mir fast super sicher. Fast super sicher. Genau so. Ich glaube, das sind unsere letzten Bälle. Na komm, bleib drin. Nice. Dankeschön fürs Drinbleiben. Ein Radikal wurde gefangen. So. Neues Level für Glurak. Ja, so muss das sein. Das haben wir so unterlevelt bekommen. Ach, verdammt Mist. Radikal hatten wir leider schon. So, neue Pokémon. Haben wir denn eine Angel? Dann können wir hier bestimmt irgendwie Wasser-Pokémon fangen. Davon haben wir noch recht wenige. Angel. Eine Pokéflöte haben wir. Können wir nicht spielen? Schade. Ja gut. Können wir nur in andere Städte fliegen und da hoffen, dass wir wilde Pokémon fangen. Enton haben wir auch schon. Taubzies haben wir auch schon zu genug. So, noch ein Lockparfüm. Weiß nicht, was das bringen soll, aber ja. Ein Ultigara, das haben wir auch schon. Der Pepe. So. Ja, die ganzen Pokémon, die hier bei den Trainern rumhängen, die bräuchten wir. Die wären sehr hilfreich. Aber die können wir denen leider nicht wegschnappen. Das geht nur mit einem Cheat-Modul und das wahrscheinlich auch nicht in Pokémon. Let's go, Evoli. In Pokémon Diamant ging das. Du hast damals probiert. Das Cheat-Modul in den 3DS eingesteckt. Beziehungsweise in den DS. Und das dann. Er cheatet, da konnte man den Pokémon, den Top 4 Pokémon-Trainern einfach die Pokémon wegschnappen, einfach Bälle drauf werfen und wenn alle vier weggefangen waren, war die Top 4 besiegt. So konnte man easy peasy die Top 4 besiegen, ohne kämpfen zu müssen. So, Blacky, immer fliegen. Wie können wir das? Du kannst doch die Fliegen-Attacke, oder? Wie war das noch gleich? Wie machen wir das Fliegen nach? Ich will in die nächste Stadt fliegen. Bewegen, der Bericht bringt es nicht so wirklich. Ja gut. Ich hab's vergessen. Wie ging das? So spielt man mit ihr. Oha. Ja, hier mal ein bisschen streicheln. So muss das sein. Fliegst du noch mit mir? Irgendwo hin. Es ging doch irgendwie. Verrat mir das, wie ich mit dir fliegen kann. Achso, geheime Techniken. Ja, hier. So ging das Himmelsritt. Dann Himmelsreiter mir mal nach
Orania City. Ja. Wir könnten hier in Lavandia noch ein bisschen auf dem Turm ein paar Geister-Pokémon fangen. Da haben wir ja eher was ausgelassen. Ich würde mal sagen, auf nach Lavandia. Ja, warum nicht? In Lavandia fangen wir uns noch ein paar wilde Pokémon, ein paar neue Arten. 41 haben wir erst, wenn ich mich richtig dran erinnere. Ah, Lal. Lalelul. Sprechen kann ich heute auch nicht mehr. In besonderer Weise heute nicht. Wo sind die Geister-Pokémon hier? Ich will Geister-Pokémon fangen. Das war die Hellzone. Jo. Geister-Pokémon fangen. Was ist denn? Na komm. Keine Geister-Pokémon mehr. Doch, da ein Nebulak. Zubats haben wir bestimmt auch nicht mehr gefangen. Nasekratz. So, Nebulak. Ich krieg dich. Na, letzter Ball oder was? Du hast keine Pokébälle mehr. So kann es auch gehen. Fluchtseil oder so. Wirkt das überhaupt hier? Jo, das wirkt hier. Da wissen wir zumindest oben in der letzten Etage, da gibt es was zu fangen. Und Gengar und so weiter. Können wir mal gucken, ob wir da ein paar neue Pokédex-Einträge kriegen. Ich glaube, das haben wir ausgelassen beim letzten Mal. Als wir am Pokémon-Turm waren, wollten wir nach oben, weil wir ganz schnell ans Ziel und wollten unbedingt diesen Geist besiegen. Da war es eher nebensächlich. So ein paar Hyperbälle kaufen. 117, warum nicht? Nee, da reicht erstmal ein bisschen weniger. So, sag mal 55, ja, warum nicht? 55 Hyperbälle dürfte fürs erste reichen. Aha. Ein Bonus gab es noch dazu. So, dann gehen wir mal Geister-Pokémon fangen. Auf geht's. Pokémon fangen im Geisterturm von Lavandia. So, hier gab es doch welche. Hier tauchten doch welche auf. Wilde Pokémon. Nein, keine. Oh, ein Golbat. Haben wir mit Sicherheit noch nicht gefangen. Ich bin auch nicht so blöd und fange mir einen Golbat. Mit Absicht. Na komm. Oh, es wurde sehr schwer zu treffen. Na komm. Ugh. Dann halt die hier. Und die hier, die 5. Was auch immer, Bälle. Weiße Bälle. Ach, davon habe ich wirklich 5. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich doch bestimmt verlesen. Na komm, den Bonusball oder wie der heißt, Premierball oder irgendwas in der Art. Sind nicht besonders stark. Aber gut, die Batterieleistung ist bald zu Ende. Ja, der Part hoffentlich auch. Ich hoffe, die Batterie reicht noch ein bisschen, dass wir wieder ein paar Pokémon fangen können. Na komm, zack, renn es dir. Bleib drinnen. Ich will nicht so viele Bälle für einen Golbat verschwenden. Da drin. Ach. Du Mistviech. Du musst Nummer 42 sein. 42. Nice. Na komm. Lass es Nummer 42 sein. Bitte. Ein Tag um Pokédex. Ach, verdammt. Schon eins gefangen. Aber dich haben wir noch nicht gefangen, oder? Nimonak. Ich will in die nächste Arena. Möglichst im nächsten oder übernächsten Part. Na komm. Ein paar Pokémon fangen. Nice. So, Nimonak drin. Beim ersten Versuch. First try. So muss das. So. Ich bin gespannt. Eintrag im Pokédex. Nice. Nummer 42.
So, weitere hier, weitere Anwärter, gefangen zu werden. So. Lockparfüm. Also Super Lockparfüm haben wir nicht mehr. Ich nehme mal das Lockparfüm. Kommt zu mir. Ah, Nebulak. Nein, das brauchen wir nicht. Ach, verdammt. Nein, Nebulak, ich hab dich doch schon. Ein Gengar oder ein Alpolo brauchen wir. Keine Weiterentwicklungen. Na komm. Lauter Alpolos. Quatsch, Nebulaks. Ah. Nicht. Hier oben. Da gibt es hier ein paar Pokémon. Ich glaube hier eher nicht so. Ein Knogger. So. Dich haben wir doch bestimmt noch nicht. Na komm. Tragosso. Ein Knogger, ein Tragosso. Sorry. Kann man mal verwechseln. Bleib drin. Nice. Oha, da habe ich den Verdacht, dass wir das schon haben. Wenn das so leicht fangbar ist, kann es ja nur heißen, dass wir das schon haben. Neue Levels. Sehr nice. Piperreich Level 28, Schlock Level 23, Glurank Level 24. Neuer Ertrag Nummer 43, wenn ich mich nicht verzählt habe. Jetzt langsam kriegen wir hier die Zahl 50 voll. So, hier vorbei. Oha, kommen wir da wieder weg, ohne kämpfen zu müssen. Das ist alles nur für einen Beleber. Will nicht kämpfen. Puh. Oder ein Gengar hier unten in der letzten Etage. Hier dran vorbeischleichen. Oh, hier geht's nur zu einem Eisstein. Ja, von mir aus. Na. Ein Gengar, nein, ein Gengar ist das nicht, das sehe ich. Ein Nebulak. Bin heute auch ein bisschen angeschlagen. Oha! Wenn das mal kein Alpolo ist. Das taucht ja richtig aus dem Boden aus auf. Ach je. Der Part muss gleich zu Ende sein. Der soll hier mal zu Ende gehen. Mit meinen Sprachfehlern heute. Wie wird das nichts Gutes mehr? Nice. Produkt fallen. Bitte. Nummer 44. Ja, habe ich, glaube ich, richtig gezählt. Müsste hinkommen. 44. Na, das ist doch was. So, hier noch welche. Ansonsten gehen wir auf eine andere Route. Fangen uns noch das 45. Vielleicht in diesem Part. Ach, verdammt. Da sind wir reingelaufen. Und da war ich zu voreilig. Kannst du wohl gegen mich gewinnen. Aber unbedingt. Wir werden unbedingt gegen dich gewinnen. Oder wie seltsam die auch redet. Dikri. So, Attacke. Wie wär's denn mal mit Schaufler? Dikri vergibt sich unter der Erde. Na, dann haben wir das gleich. Das Problem. Das Problem haben wir gleich behoben. Na komm, Nebulak besiegt. So. Und weiter geht's. Das nächste Pokémon, her damit. Neues Level. Alpolo. Weiterkämpfen. Ja, das ist keine Gefahr für uns. Wir sind schwach, die Pokémon. Hier werden wir besiegt. So weit trainiert sind unsere Pokémon schon. Das halten die aus. Kein Problem für Dikri. Kein Problem für unser Team. Na komm. Attacke. Mach's fertig. Sehr gut. Die nächste Exorzistin besiegt. Ja, da habe ich auch schon Probleme, das auszusprechen. Lal. Lalelol.
Ich mit meinen Sprachproblemen, die habe ich auch erst seit neuestem, das ist irgendwie, ja, ist kritisch. Ich hatte noch nie Sprachprobleme, ich war noch nie ein Stotterer, ich hatte noch nie irgendwelche Schwierigkeiten, mich auszudrücken. Aber seit neuestem ist es irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das wird immer extremer. Von Tag zu Tag, von Aufnahme zu Aufnahme. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Irgendwann verlerne ich das Sprechen ganz. Dann ist es vorbei mit meiner YouTube-Karriere. Karriere in Anführungszeichen. Angstschweiß. Aha. Aber im Ministerrat kannst du trotzdem noch einsetzen. So, wo gehen wir hin? Wo kann es was geben, wo wir noch unbekannte Pokémon haben? Ja, hier in Vertania sind die bestimmt nicht, obwohl im Vertania-Wald könnte durchaus. Da kann man nicht hinfliegen, also nach Vertania City. Na komm. Versuchen wir es dort mal. Nummer 45 und 46, 47, 48 und 49 und 50. Brauchen wir hier noch Pokémon, die ich noch nicht gefangen habe, auf Route 2. Sind auf jeden Fall leichter zu fangen. Da, Taubsi. Ja, Taubsi habe ich schon gefangen. Das braucht man nicht. So, Spaltschnitz. So, mach's weg. So, sehr nice. Und weiter hier. Auf verschiedenen Routen und an verschiedenen Stellen waren wir heute, um uns ein paar Pokémon zu fangen. Ja, die Batterie, die Konsole wird gleich ausgehen. Ja, da sage ich mal am besten jetzt schon ein Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part irgendwie gefallen haben. Obwohl wir hier die ganze Zeit nur rumgerannt sind und wieder Pokémon gefangen haben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Däumchen nach oben sollte das der Fall sein. Ja. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und nicht das nächste Video verpassen wollt. Taubsis. Ja, haben wir schon. Braucht man nicht. Mamoria City. Schauen wir uns hier so mal um. Auf der nächsten Route. Wir gucken mal ein bisschen, was wir so noch fangen können. Ja, ich mach's auch offscreen mal ein bisschen weiter. Ja, habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Die Bratlinge dürfte gleich erreicht sein. Das habe ich so ein Gefühl. Dann würde ich sagen, ja, man sieht sich. Ich fange jetzt hier noch ein bisschen Pokémon weiter. Oha, wilder Trainer. Ganz wilder Trainer. Ja. Das wird hier auf dieser Route kein Problem sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich vor der nächsten Arena wieder mit genug gefangenen Pokémon. Neue Pokémon-Arten. Mit genug neuen gefangenen Pokémon-Arten. So, die mache ich alle mit Kratzfurie. Das wird kein Problem. Zack. Yo, easy peasy lemon squeezy. Das haben wir doch mit links gemacht. So. Drei Pokébälle, die kann ich doch nur gebrauchen. So. Und hier im Pokémon hohen Gras, ja, im Pokémon Gras. Radfratz, dich haben wir doch noch nicht gefangen, oder? Na komm, dürfte doch ein leichtes sein. Mit einem Hyperball von einem. Ein leichtes Radfratz Level 5 zu fangen. Ich werfe aber auch alles daneben. Na komm. Ziel und treff. Na komm, 1 und. Na komm, 2. Na komm, 3. Nice. Radfratz gefangen. Bringt nicht viel Erfahrungspunkte. Aber hoffentlich einen Eintrag im Pokédex. Nein, Fehlanzeige. Fehlanzeige. Jo. Oh, wilder Trainer. Wilder Trainer.
Ein Pokémon-Züchter. Ja, die sind besonders wild. Die Pokémon-Trainer. Leon. Na komm, die kriegen wir auch noch Platz. Käfer-Pokémon, ja. Dich hätten wir noch nicht gefangen. Dich hätten wir noch nicht. Könnte ich dir irgendwie dein Pokémon abkaufen? Dein Kokuna? Das bräuchte ich. Triplette. Versuchen wir es mal damit. Jaun. Phänomenal spektakulös besiegt. Und wäre gar nicht nötig gewesen. Drei Pokébälle können wir gebrauchen. Können wir dem kleinen Kind abknüpfen. Radfratz haben wir schon. Brauchen wir nicht. Boah. Hier haben wir auf Route 4. Haben wir gleich einen Tunnel. Das könnte sich unter Umständen auch lohnen, im Mondberg hier noch ein paar Pokémon zu fangen. Zubat. Naja, ich würde es jetzt hier an dieser Stelle beenden. Ich sehe gerade, der Part ist schon überzogen. Ja, Partslänge ist erreicht. Haben wir sogar ein bisschen überzogen. Verabschiedet habe ich mich schon. Na dann. Zubat. Schauen wir noch. Haben wir schon einen Zubat? Wahrscheinlich ja. Dann fange ich noch ein paar Pokémon offscreen und dann sehen wir im nächsten Part weiter. Ja. Zubat schon gefangen. Naja, gut. Bis zum nächsten Part. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.